Nach langer Zeit sprechen wir heute mal wieder über ein Mysterium aus dem Internet. Aber wir reden nicht von irgendeinem, sondern es ist ein Mysterium, das von der Plattform Reddit stammt. Denn dort stieß ich vor kurzer Zeit, während ich eigentlich für andere Videos recherchierte, auf einen Eintrag, den ich wirklich gruselig fand. Auf den ersten Blick wirkte dieser Eintrag erstmal nur gruselig, nur seltsam, doch je mehr man sich damit beschäftigte, desto mysteriöser wurde das Ganze und deswegen möchte ich euch heute diesen Fall einmal präsentieren. Denn es geht um einen Mann, der plötzlich aus seinem Fenster etwas Seltsames erblickte. Eine Person oder ein Wesen, das nachts bei ihm im Garten stand und ein schrecklicher Anblick war. Dies ist das Mysterium von dem grotesken Mädchen. Alles begann vor einigen Monaten in diesem Jahr, als ein Redditor beschrieb, wie sein normaler Tagesablauf eigentlich gewesen ist. Er arbeitete in einer Nachtschicht, weswegen sein Biorhythmus, also die Zeiten, wann er wach ist und wann er schläft, auch dementsprechend seltsam waren. Er war meistens die ganze Nacht wach und schlief den Tag über durch. Deswegen war es auch nicht gewohnt, dass er aus seinem Fenster, egal welchem, Menschen zu Gesicht bekommt, da die meisten schlafen oder zu Hause sind, während er wach ist. Er verbrachte seine Abende meist alle gleich. Er saß in seinem Zimmer und guckte Fernsehen. Und so tat er es auch an dem besonderen Tag, der ihn dazu brachte, diesen Reddit-Thread überhaupt zu eröffnen. Denn er saß dort und guckte mal wieder eine Serie nach der anderen, als er einmal seinen Blick vom Fernseher abwandte. Er guckte aus seinem Fenster raus und erschrak, denn draußen bei ihm im Garten war jemand gewesen. Doch kein Einbrecher, der da lang ging, sondern etwas anderes. Auf seinem Rasen stand eine Person, die er nicht kannte. Er glaubte jedenfalls, dass es ein Mensch gewesen ist, doch irgendetwas war seltsam. Denn die Art, wie der Mensch dort stand, wie die Person dort unten war, war komisch. Verschiedenste Körperteile waren verrenkt und verdreht, es sah aus, als hätte sie mehrere Knochen gebrochen. Und allgemein verglich der Mann es damit, dass so eben ein Unfallopfer aussieht. Also eine Person, die gerade einen Autounfall gehabt hatte, würde eben so komisch, so verdreht, so schmerzhaft aussehen. Er überlegte sogar, ob die Person, die da draußen stand, überhaupt noch am Leben war, ob diese Person überhaupt noch atmete, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass jemand, der schon so kaputt aussieht, überhaupt noch leben könnte. Doch gerade als er sein Handy rausholen wollte, um ein Foto von der Person zu machen, rannte diese plötzlich weg. Er konnte noch erkennen, dass diese Person eine Frau gewesen ist, aber das war auch schon alles. In dieser Nacht hatte er es nicht geschafft, ein Foto zu machen, doch das war nicht weiter schlimm, denn diese Person sollte Nacht für Nacht ihn besuchen kommen. Jede Nacht nach diesem Tag kam diese Person zu ihm. Schon in den nächsten Nächten schaffte er es dann auch ein Foto zu machen. Er sagte trotzdem, dass es schwer war, weil diese Person stand immer wieder vom gleichen Fenster im Garten, manchmal weggedreht mit dem Körper, doch manchmal blickte sie ihn auch direkt durchs Fenster an. Immer wenn er sie bemerkte und gerade sein Handy holen wollte, rannte sie davon, doch ein Foto konnte er machen. Und das ist dieses Bild, was ihr gerade seht. Es sieht erstmal nicht sonderlich schlimm aus. Dort steht definitiv eine Person im Garten, doch sie ist nicht komisch verdreht. Nichts sieht gebrochen aus. Doch das sollte nicht das einzige Bild bleiben. Folgend auf diese Nächte sagte der Mann der Polizei Bescheid. Er selbst hatte natürlich Angst, weil irgendjemand draußen ihn jede Nacht besuchte. Irgendeine Frau kam jede Nacht zu seinem Haus. Doch die Polizei nahm ihn nicht ernst. Sie taten das Ganze erstmal ab, dass er sich dabei nichts denken sollte, und als er immer wieder kam und sagte, dass die Person weiter da ist, legte die Polizei nahe, dass es vielleicht einfach ein Drogensüchtiger ist, der da draußen in seinem Garten steht. Es war keine besonders zufriedenstellende Antwort, die ihn auch nicht beruhigte. Doch es sollte allgemein noch schlimmer werden. Denn in den kommenden Nächten, die dann folgten, wurden die Situationen schlimmer. Diese Frau kam und es sind auch neue Bilder entstanden. Für ihn bewies eins der Bilder, das er machte, dass eben die Person, die draußen war, kein simpler Süchtiger gewesen ist. Denn dieses Bild hier zeigt ganz klar, dass wer auch immer da draußen war, scheinbar seltsam geformt ist. Diese Person hatte den Kiefer ausgehakt. Man sieht keine Zähne, sondern nur ein großes schwarzes Loch, wo der Mund ist.
Dies ist keine Art, wie ein normaler Mensch aussehen sollte. Kein normaler Mensch sollte auch in der Lage sein, den eigenen Kiefer auszuhängen. Der Mann selbst sagte, dass diese Person draußen das vorher nie gemacht hatte. Er selbst erwähnte, dass er nicht glaubt, dass das Ganze irgendetwas Paranormales ist, aber ein normaler Süchtiger konnte es auch nicht sein. Denn wie er selbst sagte, so sah kein Süchtiger aus. Das waren keine Anzeichen einer Sucht, kein Wahnsinniger oder dergleichen. Das war etwas anderes. Während er diese Posts veröffentlichte, gab es immer und immer mehr Spekulationen von anderen Leuten, dass es sich dabei um irgendwelche Kreaturen, urbanen Legenden oder dergleichen handeln kann. Doch dann kam es zum Höhepunkt der gruseligen Vorkommnisse, der dann auch dafür sorgte, dass die Polizei endlich einschritt. Denn eines Nachts war der Mann wieder in seinem Haus gewesen, als er wieder die Frau am Fenster sah. Doch sie stand nicht wieder im Garten, wo sie sonst dort war. Sie war an einem anderen Fenster. Sie stand unten an einem seiner Fenster und klopfte gegen die Scheibe. Mehrere Minuten lang war sie dort und klopfte immer wieder dagegen, während sie ihn direkt ansah. Wer auch immer da draußen war, wollte zu ihm. Wer auch immer da draußen war, wollte reingelassen werden. Warum, weiß man nicht. Der Redditor, der diese Geschichte schrieb, der seine Erfahrung aufschrieb, sagte, dass er sich nicht bewegen konnte vor Angst und einfach nur den Blickkontakt hielt und abwartete, bis diese Person vorm Fenster dann letztendlich auch irgendwann verschwand. Am nächsten Tag ging er dann wieder zur Polizei und sagte dort Bescheid, sagte, dass sie jetzt etwas tun müssen, und die Polizei schritt ein. Sie befragten die Nachbarn, suchten nach irgendwelchen Hinweisen, und es wurde zwar niemand gefasst, aber die Besuche der seltsamen Frau sind seitdem weniger geworden. Seit Mai haben wir kein weiteres Update dieser Geschichte mehr gekriegt, was einen vermuten lässt, dass eben diese Frau nicht mehr wirklich auftauchte. Nach dem gruseligen Tag, wo sie gegen die Scheibe klopfte, war sie zeitweise wie verschwunden. Und jetzt wollte ich mir das Ganze mal ansehen. Wer könnte diese Person denn gewesen sein? Meine erste Überlegung, die ich hatte, war ebenfalls, dass es vielleicht einfach nur ein Wahnsinniger oder ein Süchtiger ist, wobei natürlich die Aussagen des Redditors da irgendwie gegensprechen. Er sagte ja, dass so kein normaler Süchtiger aussieht und kein Wahnsinniger, dass kein normaler Mensch seinen Körper so komisch bewegen kann, beziehungsweise einfach alle Körperteile ausrenken und brechen kann. Doch gleichermaßen ist natürlich die Frage, dass wir hier definitiv keine Kreatur sehen. Das ist kein Monster, wie wir es uns vorstellen. Das scheint ein Mensch zu sein. Ich war an sich fest davon überzeugt, dass wir es trotzdem mit einem Kranken hier zu tun haben, doch es gibt einige Kommentare, die mir etwas Sorgen bereiteten. Denn unter diesem Post und auch in anderen Forenbeiträgen fanden sich Leute, die davon sprachen, dass sie solche Personen kennen. Auch sie erzählten zum Beispiel von Kindheitserinnerungen, wo sie sich im Haus verstecken mussten, bewaffnet mit Messern, weil draußen seltsame menschliche Kreaturen standen. Auch sie berichteten davon, dass sie manchmal draußen solche Wesen gesehen haben, Menschen, die komisch verformt gewesen sind, die scheinbar gebrochene oder ausgerenkte Gelenke hatten. Allgemein scheint das Ganze ein größeres Mysterium zu sein. Doch solange wir keine weiteren Updates bekommen von dem Redditor, der das postete, kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Die einzig logische Erklärung, die ich habe, ist, dass wir es hier wirklich mit einem Suchtkranken zu tun haben. Doch wer weiß, vielleicht ist diese Person, die wir dort sahen, nicht einfach nur ein Mensch. Vielleicht ist das Ganze ein Teil einer großen urbanen Legende. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber, tschüss.